Seit fast 5 Jahren arbeitet die Bremerin Ulrike Engelke für die Spedition LIT. Ihren Lkw-Führerschein besitzt sie schon etwas mehr als 5 Jahre. Engelkes Arbeitsplatz ist ein Mercedes Arctros 2542. Das mächtige Gespann ist nicht zu übersehen. 18 Meter Länge, 5 Achsen, 4 Meter Höhe, 15 Tonnen Leergewicht, 25 Tonnen Zuladung. 8 Stunden verbringt sie pro Schicht im Lkw. Ihre Touren führen sie durch Bremen, von verschiedenen Zulieferunternehmen bis zu Daimler. Transportiert werden Karosserie-Rohbauteile. Um die Fahrer bestmöglich zu unterstützen, ist einiges an Technik an Bord. Die Lkw haben moderne Ausstattung und Assistenzsysteme, etwa ein Abstandstempomat, Automatikgetriebe und Luftfederung. 6 Spiegel geben dem Fahrer eine Übersicht, was um den Lkw herum passiert. Per Funk und Tablet stehen Fahrer jederzeit in Kontakt mit der Zentrale und den Kunden. Per GPS wird die Route aufgezeichnet. Auch sonst läuft so ziemlich alles elektronisch ab, von der Anmeldung bis zur Zuweisung der Ladestelle. Ulrike Engelke ist zurzeit die einzige Frau am Steuer bei LIT. Ihren jetzigen Arbeitsplatz möchte sie nicht mehr gegen einen Bürojob tauschen, so freut sie sich nach getaner Arbeit schon auf ihre nächste Schicht.